Leute, Serplin hier. Heute möchte ich mal darüber reden, dass es eigentlich mittlerweile, dass einfach nur noch fucking lächerlich ist, wie teuer Spiele werden. So, es ist halt einfach mittlerweile, dass Spiele statt 60 € 70 € kosten. So ohne fucking Grund. So, man könnte natürlich sagen, aber Spieleentwicklung kostet auch immer mehr. Auf der einen Seite wird Gaming immer größerer fucking nochmal Markt. Auf der anderen Seite sparen sich Leute, wird halt immer mehr digital gekauft. Und dadurch sparen halt die Entwickler sich halt die kompletten Retail-Kosten. Heißt, du musst keine Discs mehr bezahlen. Du musst kein Prozentstücke mehr irgendwie an fucking nochmal Einzelhändler abdrücken. Alles fucking nochmal weg. Das sind so viele fucking nochmal Kosten, die du dir einfach fucking nochmal sparst. Das ist ja nicht mal mehr witzig. So, aber trotzdem denken doch immer irgendwelche Publisher, nee, wir müssen jetzt unsere Spiele 70 € teuer machen, weil sonst können wir nicht überleben. Vor allem sind das immer die Publisher, die damit zuerst bei mitziehen, die am meisten Geld verdienen, so. Kein fucking FIFA, kein fucking nochmal NBA 2K oder irgend sowas braucht einen 70 € Price-Tag. So, sind wir mal ehrlich, die machen genug Geld. Die könnten noch fucking 20 € kosten und würden immer noch allein durch die Verkäufe ihre fucking nochmal Ausgaben zweimal wieder drin haben. So, es ist einfach nur noch mehr Geld in den Kassen haben. Das ist aber das einzigste Ziel davon. Keine Ahnung, ich fuck mich irgendwie richtig hart darüber ab, dass wirklich jetzt einmal durch die Next-Gen-Sachen das irgendwie normalisiert wird, dass Spiele 70 € kosten. So, ich meine, ich hab's damals ein bisschen noch checken können, so, wenn irgendwie Deluxe-Edition oder so, ne? Okay, bezahle ich einen Zehner mehr, krieg irgendwie, was weiß ich, zukünftig DLCs kostenlos oder so, ne? Okay, wenn ich weiß, ich werde das Spiel sowieso mögen, sinnvoll, aber mittlerweile einfach für die Standard-Edition schon fucking nochmal 70 Tacken auf den Tisch legen zu müssen, ist halt noch ein weiterer Grund, einfach für mich, Piraterie weiterhin zu unterstützen, so. Es ist einfach traurig, so. Ich bleib auf der Pirate Bay, wenn das so weitergeht. Naja, by the way, an die Polizei, das ist alles reiner Humor. Naja, danke fürs Zuhören, denk dran, du bist cool. Ne, deabonnier mich, dislike mich, entweder mit die Glocke und jetzt haut rein.